Tag zu Abgebaut. Heute mit dem legendären, meist mit am meist verkauftesten Lego-Set überhaupt. Moment, ich muss gerade mal hier ein bisschen richten, ne? Warte mal. So. Ein bisschen. Ja, jetzt sieht das doch immer noch furchtbar aus, ne? So, jetzt ist es oben unten gerade, ne? Ist es gerade? Oh, ist der Chef heute, mein lieber Mann. Ne, wir machen es wieder zurück. Ist ja auch egal. So, das ist ja komplett Katastrophe. Moment, wir müssen mal ein bisschen drehen. Aber ja, immer noch. Oh, und wie ist jetzt? Oh Gott, wird ja immer schlimmer. Wird ja immer schlimmer hier. So, jetzt ist es gerade, ne? Ziemlich, ja, jetzt ist es gerade. Jetzt besser. So, Entschuldigung. So. Ich würde sagen, wir machen das tageweise. Heute sind wir, wie man sieht, Dart-Trikot. Ich gehe jetzt gleich bald Dart spielen. Dann ein Stündchen, dann gehen wir los. Kommt jetzt frisch aus dem Bad geschlüpft für euch hier. Das Video anfangen. Es wird über mehrere Tage gehen, das Video. Für euch ist es hier ein Video, lang wahrscheinlich. Aber insgesamt würde es über mehrere Tage gedreht. Mir würde ich sagen, wir fangen an mit... Genau, Tag 1 fangen wir an. So, was haben wir hier? Den Millennium Falcon. So, wie ihr wisst, ich kenne mich ja wenig aus, aber das ist eins meiner persönlichen Lieblingssets, weil es cool aussieht. Es sieht einfach Hammer aus und ich glaube, wenn man welche fragt, was ist es und wo nennt man die Filme kennen, wissen sofort, dass das der Millennium Falcon ist, rasender Falcon, wie man es immer nennen mag. Sei sehr, sehr, sehr offen. So, Christian, das ist für dich übrigens, das lege ich da mit rein. Auch hier, massig Ersatzteile schon geholt, da liegen auch noch Ersatzteile. Wir gucken uns jetzt mal den allgemeinen Zustand an. Ich probiere es ohne Bilder zu machen, sondern jetzt hier mit der Kamera. Es ist eine Legende. Ich muss jetzt gleich die Nummer raussuchen, wegen der Bauanleitung und so weiter. Zerlegen den. Das Zerlegen werde ich von oben filmen. Dass ihr seht, wie ich da dran gehe, wie ich sortiere, mache und tue. Ich habe hier die Sortierschale. Das sind aber insgesamt 4 Schalen, wo ich bereit habe dafür. Ja, irgendwo muss ich anfangen. Teil 1, Teil 2, Teil 3 und 4. Dann für die bedruckten Teile nehme ich immer die kleinen. Und für die großen Sachen nehme ich immer das. Aber was macht so ein Millennium Falcon eigentlich aus? Ist es die Form? Ist es auch die Größe an für sich, für die Teile? Ja, man weiß es nicht, aber auf jeden Fall müssen wir mal anfangen. So, ich habe mir in dieser Zeit mal mein Tablet geschnappt. Ja, ich mache das immer so mit dem Tablet neben und habe dann immer so in dem Eck, kennt ihr ja, das Bild ein Bild, habe ich immer so einen Film laufen oder auch andere YouTuber und so weiter. Zu dem Zeitpunkt, wo ich anfange damit, da geht das Video online, Modbricks und eine Ankündigung. In diesem Moment geht es dann, so in den Dreh geht es online, so minus 2 Tage. Das heißt, wir haben den live gesehen, zu diesem Zeitpunkt, wo das Video rauskommt, mit dem Jochen, wir haben den Wettkampf gesehen, aber was alles dabei rauskommt, ist, weiß ich jetzt noch nicht, aber kurz Blick zurück in die Vergangenheit, obwohl wir noch in der Vergangenheit sind, also das ist ganz, ganz komisch, Zeitreise. So, jetzt hat, wir haben hier einen Millennium Falcon, das so schlau sind wir schon mal, so, das ist ein Lego Millennium Falcon, das müsste sein, die 7-5, schlag mich tot, genau, 7-5-2-5-7, genau, das müsste der sein, nicht der andere, die 1-9-2, sondern die 7-5-2-5-7. 160 Euro, kann verschickt werden zum aktuellen Zeitpunkt, am 25. Ding, kommt das hin? Die finde ich ja nicht besonders schön. Das ist ja bei den Dingen. Ja, aber das ist er. Das ist er, das ist er, das ist er. Das heißt, wir haben ihn gefunden. Das heißt, wir müssten ja eigentlich auch die Bauanleitung hier finden. Richtig? Richtig. 7-5. Schlag mich tot. 2-5-7. Okay, Lego. Und Bauanleitung. Anleitung 75257 öffnen. Bauanleitung, do you mean? Oh, ich habe es zusammengeschrieben. Okay, der Lego offizielle Seite. Und dann müssten wir noch direkt dahin springen. Lego, the new Lego City. Hä? Was denn das? Da wollten wir aber nicht hin. Was denn das? Das wollen wir nicht. Genau, da wollen wir hin. Bauanleitung für die, genau, Millennium Falcon. Genau, da haben wir doch schon.
vom Jahre 2019. Information vom Jahre 2019. Und es ist ja eigentlich, hat das Ding ja auch einen Legendenstatus. Deswegen, eigentlich müsste ich mir ihn ja holen. Ne? Weil ich habe ja einige mittlerweile in Drive öffnen, bitte. So, eigentlich müsste ich den ja holen, weil ich stehe auf so Dinger, ne? Ich finde es auch wie in der Weltklasse, wenn man so auf Legenden steht, ich komme wieder von Kuchen, ich springe rüber, rüber, ich springe hoch und in dem Video, ach, das wird verdammt lang. Wenn es am Schluss 3 Stunden sind, mir egal, ich latze hoch. Folgendes, Legenden finde ich cool, wie man ja sieht hier und Abdeck gesehen und, aber mal ganz ehrlich, also für mich, es ist eins der schönsten. Wir haben Figuren dabei. Ja, weltbekannt ist ja der hier. Ne? So, drehen wir hier hin. Weltbekannt ist ja der hier. Chewbacca und so weiter. Es ist ja alles dabei. Ne? Und ich find's cool. Ich find's mega cool. Auch, was ich auch cool finde, sind da vorne, dass man so da reindrücken kann. Aber dass sie wegschießen, finde ich auch mega klasse. Komm, ich lass mal hier liegen. Müssen wir jetzt zerlegen. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie viele Bautüte wir haben. Wir haben 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 Bauschritte. Ach du lieber Himmel. Oh, der R2-D2 fehlt, sehe ich gerade. Dafür habe ich den anderen, aber habe ich irgendwo den falschen mit rein? Oh Christian, ich glaube, ich habe dir irgendwo den falschen mit rein. Aber ist auch nicht schlimm. Oh, ich habe ihn komplett mit allen Figuren. Das ist doch schon mal gut. Und ich habe noch eine übrig. Die hier habe ich auch noch übrig. Okay, ist Technikkonstrukt unaufgebaut, wie halt auch ein Millennium Falcon und Millennium Falcon, sag ich, wie ein Batwing und so weiter. Okay, nichts weiteres. Also 10 Bauschritte, das heißt, ich brauche wirklich fast alle Schalen. Sind ja auch genügend Teile, steht da was dabei, wie viele Teile es am Schluss sind? Oh, kommentiert es drunter, oder? Ich blende ein, wie viele Teile es sind. So, ich finde es alles cool. Was bei dem Großen ein bisschen lahm ist, bei dem mit dem 5000 noch was Teilen, ist da hinten die Segmente. Dann baut man sich ja tot beim Großen, mein lieber Mann. Oh! Ich darf nichts verraten. Auf jeden Fall Weltklasse. Jetzt gucken wir uns mal den Zustand an. Ich probiere es mal mit der Kamera einzufangen. Im Prinzip müsste er ziemlich komplett sein, so auf den ersten Blick. Aber, boah, Moment, ich komme mal hier vor. Sieht man das? Wie verstaubt der ist? Sieht man das? Oh, eben ist irgendwas abgefallen. Ah ja, da unten liegt es. Kann ich wieder aufheben. Oh, da sieht man es am besten. Sieht man die unterschiedlichen Farben von den Dingern hier? Wie verstaubt die hier sind, gerade hier. Warte mal, streben mal ein bisschen hier hin. So. Ach du liebe Zeit, das Ding sieht aus. Auch hier an der Fliese sieht. Ah, da sieht man schön. Hier sieht man schön. Ne? Das Ding sieht komplett so aus. Auch hier in der Mitte sieht man es. Also so sieht das komplette Teil aus. Jetzt mal davor. Und auch die Scheiben. Oh Gott. Also ich bin mir sicher, ich kriege ein viel, viel schöner hin. Dafür sind sie auch da. Aber wir wollen ja auch Informationen darüber. Und da das jetzt erstmal Tag 1 ist, werde ich jedes Mal Stück für Stück, peu à peu, immer was über das Ding erzählen. Wie auch die Verkaufszahlen sind und so weiter. Warum Leute da drauf stehen. Ich werde mich da schlau machen. Ich werde auch mal gucken, wie viel ich da vielleicht auch noch so vor die Kamera kriege, wo ich dann so Videos einblende und mir das zusammen sehen, was andere dazu sagen, zu dem Ding. Ich probiere einfach alles aus. Das ist mein Plan zu Tag 1. Aber ob es dann am Schluss so kommt, weiß ich nicht. Ich probiere aber alles. Dann, wie man ja sieht jetzt, halt, langsam kommt der Sprung rüber zum Dart. Ich überlege schon die ganze Zeit, ob ich mittwochs abgebaut am Dart mach, dass Leute wissen, okay, mittwochs die Videos, die drehen sich nur darum und die in die. Was soll ich denn da 30 Kanäle aufmachen? Ist ja Quatsch. Also da bin ich auch an Gedanken dran. Aber, vielleicht kann man da auch so Dinger machen, wo man zeigt grundlegende Sachen, wie man anfängt, mit, wie man Geld ausgibt, wie man spart. Es gibt viele Themen zum Darten. Ich finde, einige behandeln die Themen sehr, sehr gut, aber andere auch wiederum, die setzen ab und zu mal zu viel voraus. Ja? Es gibt auch welche, die können schon, das interessiert die gar nicht. Ja? Also ich gucke mir wenig Startvideos an, dann, weil ich mich dadurch eh nicht verbessern kann, Anführungszeichen, weil das, was die mir predigen, weiß ich schon. Das Problem ist halt einfach auch die Übung und das Beruf oder privat noch. Dann kommt man ja irgendwann an so eine Grenze, ja. Das heißt, entweder muss ich jetzt all in gehen oder dann. Aber egal, hier geht's um Lego. Ja, in diesem Sinne, ich freue mich jetzt da drauf. Ich freue mich richtig da drauf. Den habe ich mir auch extra bis zum Schluss aufgehoben. Bis mir einer gesagt hat, da ist noch ein TIE Fighter übrig, den muss ich auch nochmal. Aber den machen wir so zwischendrin im Live. Apropos Live. Ich hoffe, dass alles, was da gekommen ist, gut vorbereitet ist. Und
Wir sehen uns bei der... Moment, wie krieg ich schon das jetzt hin? Moment, wie kriegen wir das jetzt hin, dass ich jetzt wieder hier sitze, aber bei Tag 2 dann komme? Soll ich es einfach einblenden oder soll man die Hand vorne oder schnipsen oder... Schnipsen macht jeder. Hand vorne dran macht auch jeder. Wir brauchen was Neues. Wir brauchen was Neues. Dunkel machen kann ich nicht, dafür ist noch zu hell. Ein bisschen zu hell. Soll man den Asterix lassen? Nee. Ah, wir nehmen jetzt immer eine Figur und gehen mit der wieder ins Video rein. Ich hoffe, dass es beim nächsten Video noch weiß. Ach, wird das witzig. Dieses Video wird so witzig und in diesem Sinne, bis... So, da sind wir wieder zu Tag 2. Wir fangen jetzt an zu zerlegen. Wie man sieht hier, das Modell. Ich hoffe, man sieht mich einigermaßen, dass ich nicht so nah bin. Das mit der Figur hat ja jetzt mal geklappt in den Outtakes. Machen wir anschließend noch so ein Video Outtakes. Ja, wir gucken mal, was wir für Fehlteile haben. Gucken wir mal. Wenn wir Fehlteile haben, weiß ich nicht. Vergleichen dann die Liste. Was kostet es, wenn ich bei Bricklink hole? Was kostet es, wenn ich es einfach an eBay kaufe, so wie jeder Zugriff hat? Es hat eigentlich überall jeder Zugriff. Und was ist, wenn man jetzt mal einen aus der Community hier anschreibt und sagt, hey, du bist doch Glemmstein-Kanal, Glemmbaustein-Kanal, hier sieht man bei dir so viele Boxen, hast auch einen Bricklink-Shop, wo man sagt, wir schreiben einfach mal einen an und fragen, was das da dort kostet. Und dann vergleichen wir mal unterm Strich, wo kaufen wir am günstigsten ein, sofern es jetzt alles möglich ist. Weil jetzt stellen wir einfach mal eine Liste zusammen, ja, und sagen, hey, die Teile bräuchte ich, hast du die, was kostet's? In diesem Sinne... Bauen wir mal ab. So, wir brauchen eine Figur, ne? So, zerlegt ist es. Was nehmen wir heute für eine Figur? Wir nehmen den im Umhang. Zerlegt ist es jetzt komplett in alle Bauschritte. So sehen Finger aus nach dem ganzen Zerlegen. Total staubig und dreckig. Das Ding sieht aber auch aus wie Wurzelbär. Ich mache jetzt für heute fertig. Es geht weiter mit Tag 3. In diesem Sinne... So, hallo zu Tag 3. Ich weiß noch nicht so ganz, wie ich schneide, ob ich dann nochmal zusammen die Videos da, keine Ahnung, ob ich immer wieder was zwischendrin sage, aber Tag 3. Zerlegt ist er ja, haben wir ja mitgekriegt in Bauschritten. Jetzt geht's ans Reinigen. Film ich von oben. Ich weiß jetzt nicht, ob ich alle Bauschritte zeige, aber auf jeden Fall die ersten 4 auf jeden Fall, aber es bleibt sich ja immer gleich. Mal gucken, wie lang es wird. Und dann machen wir den mal sauber und dann würde ich sagen, machen wir den klassischen Tag 4 oder Tag 5 mit dem Aufbau, aber so wieder von vorne, so wie bei Brick Story. Dann bauen wir das mal so auf, quatschen ein bisschen, wenn mir irgendwas auffällt oder was mir nicht so gefällt, dann ja, aber jetzt kommen wir erstmal zum Reinigen.
Weiter geht's mit Tag 4 oder 5 oder ich habe mich verzählt und Figuren und hat ja wieder hier bescheiden geklappt. Ihr habt ja gesehen, ich habe anders da. Also da vorne hin. So. Ja, zurück zum Glück, ne? So. Ja. So, und auf geht's zum nächsten Tag. Bauschritt 1 und 2, 3 und 4 machen wir heute. Die anderen, wie ihr gesehen habt, sind da drüben auf der Fensterbank, aber ob ich das heute alles so schaffe, weiß ich gar nicht. Aber wir haben ja Zeit. Wir haben ja Zeit, es rennt ja nicht weg. Ne? Nummer 1, ja, da ist unser Christian, dass er mal wieder zurückkriegt. Bauen wir das jetzt ein bisschen auf. Ich glaube, das ganze Geschehen ist, machen wir von... Von wo machen wir es? Von oben wahrscheinlich, ne? Bauen wir von oben? Bauen wir von oben auf. So, hier noch Teile von anderen. Noch die Gummis vom Bomber. Voll vergessen, ey. Ah, das ärgert mich, Christian, da ist noch ein Teil vom Bomber. Passiert. So, bauen wir jetzt ein bisschen auf, filmen wir gemütlich von oben. Und dann fangen wir an, dass wir mal hier da oben das Regal mal leer kriegen, dass ich den Mock weitermachen kann. Dann machen wir daneben mal Asterix. Dann kommt ja, der Livestream war ja dann zu dem Zeitpunkt, wie er war, weiß ich noch nicht. Ist ja alles jetzt so ein bisschen Zeitmanagement gedöns. Dann gucken wir mal hier, Vergleiche haben wir noch. Dann gucken wir uns generell mal Coco, Human, Lego, Winner, Lego sowieso, City vor allen Dingen, dann Stunts haben wir. Also wir haben noch viel zu machen, dann ist ja März, aktuell gerade Anfang März. Dann müssen wir mal schauen, dass wir auch die neuen Harry Potter Dinger bekommen. Also die Bücher auf jeden Fall mal. Ob ich mir jetzt da oben noch die Krankenstation dazu stelle. Ich ärgere mich noch, dass ich das alte Harry Potter Schloss Anführungszeichen hergegeben habe. Ärgert mich immer noch so ein bisschen, weil mit dem da oben bin ich nicht so glücklich. Aber die goldenen Figuren finde ich halt wegklasse, wo da oben stehen. Gut, aber Rad erfinden wir halt auch nicht neu, ne? So, dann, ja, dann, oh ja, Neuigkeiten aktuell noch dabei. Der Formel 1 Renner, ne? Jetzt hat der Held der Steine den so zerrissen. Zeitblase massiv, ne? Den so zerrissen. Ich finde ihn optisch cool. Optisch. Aber wie er gesagt hat, der hat nichts, aber auch wenig mit 2022 zu tun. Ja, optisch ein bisschen. Aber High-End nett und er ist wirklich, im Gegensatz zu den anderen, zu wenig. Wer weiß, da oben die 88 können wir umbauen zum Formel-1-Wagen. Dann kann man den Silver-Champion, den LKW, wo ich habe, umbauen zum Formel-1-Wagen. Brauche ich dann noch den? Ich sag nein, aber wenn ihr sagt, ey, zeig mal, dann überlege ich mir es gerne. Ist halt auch alles immer so kostenintensiv. Aber da warte ich noch, bis er günstig ist. In diesem Sinne, filmen wir jetzt von oben.
Ach so, wir machen es wieder mit den Figuren, ne? So, scheiße. So, der letzte Tag, wir haben es geschafft. Das Ende. Ah, wir haben ihn fertig. Haha, wieder aufgebaut. Die Figuren haben wir auch. Alle komplett, aber das Zubehör fehlt. Das machen wir allerdings im nächsten Video. Aber jetzt kommen wir erstmal zum Eigentlichen heute. Noch dazu, zu diesem Tag, weil es sind ja viele Geschehnisse gewesen. Ich hatte mal die Ehre, dass ich in die Community eingeführt worden bin. Und diese Einführung hat der Human schon öfter gemacht. Das soll ein bisschen an ihn erinnern. Ich habe halt so eine lange Frise wie er, aber ich gebe mein Bestes, dass ich ein bisschen zerrissen aussehe. Geht das? Ja, sind wir mal ein bisschen zerrissen aus, ne? Dieser Mann hat 1000 Abonnente, herzlichen Glückwunsch, wohlverdient. Er gibt sich Mühe, er macht und tut, richtig, richtig cool hat er verdient. Deswegen schöne Grüße und Glückwünsche an dich. So, jetzt gehen wir zum letzten Tag, Tag 5, 11, 22, keine Ahnung, auf jeden Fall hat es länger gedauert. Dieses Gerät ist sauber und fertig. Jetzt glänzt er wieder wie eine Specksparte. Kein Staub mehr, alles wieder, tut die komplette, er wurde komplett zerlegt, er ist wieder komplett. Ersatzteile und sowas machen wir in separaten Video. Ich habe gemerkt, das wird zu lang für das Video, deswegen machen wir das separat. Was kostet was? Wo liegt was? Wo kaufen wir günstig ein? Machen wir separat. Ich bin heute Chef, gell? Irgendwie bin ich Chef. Ach, ist egal. So. Voller Funktion wieder. Die Teile sind wieder am richtigen Ort. Innen drin sieht er auch wieder richtig, richtig schön aus. Nichts mehr verstaubt. Die Farben sind wieder. Ach, sieht man es? Glänzt wieder wie eine Eins, ne? Sieht man schön an der Lampe oben. Richtig, richtig cool. Richtig cooles Teil. Ich verstehe, warum es eins der beliebtesten Lego-Sets ist. Ich verstehe es. Weil optisch, größentechnisch, für die Teilzahl und so weiter, der totale Wahnsinn. Der totale Wahnsinn. Allerdings Aufkleber und die Scheibe, naja, ich glaube über die Jahre ist es ein bisschen verkratzt. Es ist ein Vitrinenmodell, es sieht einfach Weltklasse aus. Natürlich, der größere ist natürlich um Längen besser. Kommen wir irgendwann auch noch dazu, zu dem größeren. Es ist einfach Wahnsinn, was hier für Details gezeigt sind. Die Figurenvielfalt, cool, alles was berühmt ist, ist irgendwie dabei. Kann man nicht sagen. Die Schussfunktionen haben wir wieder. Wir haben hier noch ein paar Ersatzteile für den Christian mitgeordert. Das war jetzt günstigerweise. Jetzt packen wir das Ding noch ein. Und dann, da ist noch eine Überraschung drin hier in dem Paket. Eine Überraschung drin. So, da ist noch eine Überraschung drin für ihn. So, dann haben wir hier noch einen Haufen Ersatzteile, die Figuren. Lege man mit rein. Und dann haben wir es eigentlich geschafft. Dann ist das Teil komplett fertig. Dann ist auch die Serie fertig mit Star Wars und so weiter. Da war der mal dabei. Wie ich sowas mache, halt mal 20, gefühlte 20 Mal. Es war auch lange, es hat jetzt gedauert 3 Monate, bis ich komplett mit allem fertig war. Es ist zeitintensiv, 100%. Aber es macht auch Spaß. Man hat Sets, man kann bauen. Warum nicht? Warum nicht nochmal richtig reinigen? Ja, bei den großen Sets ist es immer schwieriger. Bei kleinen jetzt zum Beispiel bei den alten. Die kann man auch mal einsprühen, die Dusche stellen abrausen, dann sind die auch mal wieder sauber. Das geht relativ zügig, aber bei den aufwendigen, wie jetzt zum Beispiel der hier oder das hier auseinanderbauen und dann reinigen, ist natürlich die Arbeit hinten dran. Viele sagen sich, nö, mache ich mir nicht. Ich pinsel kurz drüber und ist sauber, aber das dauernde Pinseln kriegt das nicht alles weg, sage ich euch gleich. Sage ich euch gleich. So, aber, wie soll ich sagen, es ist ein Mega-Modell. Wir haben Funktionen, wir haben eine Optik. Ich finde auch von der Serie her den schönsten. Es ist der zweitjüngste. Es gibt noch einen neueren. Aber ja, so von den Details her, von der Optik her, von der Bauweise her und so weiter ist er grandios. Es sind viele Bautechniken hier drin. Es ist einfach der Wahnsinn. Es ist der totale Wahnsinn. So, und in diesem Sinne, wart jetzt einmal komplett dabei bei Zerlegen, Reinigen, wieder zusammenbauen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt mal gesehen, wie ich das so mache. Und wie lange es sowas auch dauert. So 1300 Teile mal durchzuknallen, ist schon ein Stück Arbeit. Aber ich mache sowas ja auch gern. Und in diesem Sinne bedanke ich mich beim Christian, dass er mir das gegeben hat, dass ich das Video machen konnte. Ich habe die Glückwünsche gesagt für die Human Show on Earth. Weltklasse.
Und in diesem Sinne sehen wir uns im nächsten Video.